Müssen wir erstmal alles einsammeln, was nicht so nagelfest ist. Auch die anderen Gebäude nochmal durchwühlen. Tja, wenn das so weitergeht, will er aber nichts mit. Du schaffst das noch vor Sonnenuntergang. Okay. Hier ist. Ein ziemlich tiefer Abgrund. Ich versuche mal nicht aus dem Fenster zu hüpfen. Sieht sehr ungesund aus. Verdammte Skars. Und verdammte Wolves. Alles verdammte. Verdammte, verdammte. Okay, da geht's nicht weiter. Dann gucken wir uns hier nochmal um. Vielleicht hat er noch irgendwo dabei gehabt, weil er ist immer noch nicht despawned. Der hat auf alle Fälle immer einen Bogen gehabt. Den ich nicht mitnehmen kann. Und guck mal, warum nimmt sie den Bogen nicht mit? Ist das mehr so Ellies Ding, ja? Komisch, die anderen Leichen sind schon despawned. Nur er hier vorne nicht. Aber ich sehe auch nicht, wo der Bogen hier liegt. Doch hier. Nee. Hier? Hier ist auch noch eine Leiche. Aber keine Waffen. Also manchmal verstehe ich das auch nicht. Liegen nur eine gewisse Anzahl an Leichen auf der Map? Liegt das daran? Weil für mich sind die dann immer noch ungelootet. Von ihm hier habe ich ja zum Beispiel die Axt mitgenommen, aber er liegt auch noch da. Komisch, komisch. Hier, er hat einen Hammer. Brauche ich aber nicht. So. Ja, ne? Konzentrier dich. Kannst du dir ein andermal holen. Ach, du liest also gerne, ja? Das ist ganz toll. Übrigens schön, wenn Twitch funktionieren würde. Leider, Computer sagt nein. Aber das merkt ihr auf YouTube nicht. Denn ihr habt die Nonplusultra-Aufnahme von mir. Da komme ich nicht, ne? Nee. So, dann gucken wir nochmal oben. Ob es hier noch irgendwo gibt. Sieht aber nicht so aus. Hier waren wir schon überall. Gut, dann können wir ja in das andere Gebäude. Wieder rein. Und dann uns da noch oben durchwursten. Kommen bestimmt noch mehr. Gehe ich mal stark von aus, dass hier noch mehr Skars kommen. Warte mal, wahrscheinlich finden wir die da nur noch tot vor, oder? Könnte ich mir fast vorstellen. Aber wir sind immer noch bei Tag 1, also. Zahlenschloss. Okay, es geht hoch und runter. Ich schätze mal, wir müssen hoch. Ja. Und brauche ich mich, glaube ich, nicht umgucken. Da finden wir auch nur wieder einen Weg, wo wir schon waren. Denke ich mal. Lass das Licht mal aus, wegen Sicherheit. Fuck. Was? Ich war oben nicht hier. Wieso? Hast du irgendwo Blut gefunden? Also ich nicht. Sehr unauffällig. Klar, Flinte ist ja voll. Kann auch Tommy sein. Der hier war. Schere haben wir voll. Oh, wir sind fast da. Hey! Kann sich nur noch um Tage handeln. Gucken wir weiter. Also,
muss ich nur noch runter zur Straße. Okay. Ich packe das. Klar. Ah, guck mal da. Oh. Ah, die wohnen hier. Ah, ist bestimmt gut, wenn wir hier reinlatschen. Da ist sie. Du Miststück. Wusstest du überhaupt, was du da anrichtest? Komisch, ich habe eine andere Entstehungsgeschichte des Gas im Kopf. Kann auch sein, dass wir was anderes gelesen haben. Oder wo einfach noch der Zusammenhang fehlt, wo ich mir das einfach so zusammenreime. Was ist das hier? Sieht aus wie ein Lager. War klar, direkt in ein Ska-Lager gerannt. Aber die haben eine Werkbank. Man sollte nichts rumliegen lassen. Und das ist richtig. Nichts verschwenden, wiederverwenden. Cable. Oha. Kommt jetzt Deadpool oder was? Cable, wenn bei den Seraphiten ein Kind zur Welt kommt, ist es zuerst wie eine leere Schiefertafel, reines Potenzial. Du hast dieses Potenzial mehr als erfüllt und all meine Erwartungen übertroffen. Bitte entschuldige, dass ich bei deinem Initiationsritus nicht dabei war. Ich weiß noch, wie mein Vater damals das Brennen auf meinen Wangen mit eingeweichten Eukalyptusblättern gelindert hat. Du wirst den Schmerz vergessen, aber die Narben werden dich immer an die Weisheit unserer Prophetin erinnern. Wir sind unvollkommene Kreaturen, also machen wir uns auch in ihren Augen unvollkommen. Möge sie dich durch den Sturm deines Lebens führen, mögest du immer deine wahre Stärke finden. Ich bin sehr stolz auf dich, dein Vater Ezra. Wie nett. Auf echt schräge Art. Ja, läuft bei denen, ne? Aber die haben sie eigentlich ganz gemütlich, ne? Dach über den Kopf und alles, überall Schmetterlinge. So, 93. Hier geht ein Zielfernrohr rauf. Nachlade, Schaden, Stabi. Hier geht auch ein Zielfernrohr rauf. Vierfach. Dann würde ich das nehmen, oder? Weil die macht viel mehr Schaden. Das hätte ich nämlich gerade gebrauchen können. Haben wir endlich mal ein Zielfernrohr irgendwo drauf gebaut. Hat ja auch nur 30 Stunden gedauert. So, und jetzt, hier können wir noch Rückstoß, Stabilität. Dann würde ich hier noch den Rückstoß wegmachen. Erachte ich als sehr sinnvoll. Kompensator da vorne dran. Hossa. So, wie sieht's aus? Schalldämpferig, machen wir mal. Können wir nämlich. Zack. So, die Axt hat noch 1, 2, 3, 4 Schläge. Können wir aber trotzdem machen, weil wir eh voll haben. Und Krachbumm können wir nicht machen. So, die ist durchgeladen. Die auch. Und von der haben wir nicht mehr so viel. Was? Das ist jetzt das Ziel für ein Rohr? Echt jetzt? Das ist doch kein Zielfernrohr. Das ist viel. Ach so. Ah. Schon besser. Oh, ist auch ganz schön ruhig, ne? Okay, mit X, also merken. Und dann geht's mal weiter. Wie ein Stein. Und eine Ratte. Und was Totes. Ja, Geräusche. Finde ich nicht gut. Musik ist immer noch nicht sehr einladend. Darunter. Muss das sein? Verdammt! Immer weiter runter. Aber er erfüllt seinen Zweck. Also, sollen wir auch nach den Ausreißerinnen suchen?
Emily führt bei Sonnenuntergang einen Trupp in den Wald. Sie findet sie. Gut. Möge die Prophetin Gerechtigkeit walten lassen. Mögen sie als Beispiel für andere dienen. Möget ihr doch alle bitte zur Hölle fahren. Wenn es keine Umstände macht. Oh Mann. Rachel! Hinterhalt! Es kam aus der Richtung! Aus welcher? Ein Wolf ist hier! Jo. Ich weiß nicht, von wo ihr alle kommen könnt. Ich hoffe, nur von der einen Seite. Zwei. Ah, was? Laber doch nicht. Deine Mutter ist Abschaum. Kleine Wichser. Kommt von allen Seiten. Nehmen wir die andere. Und mach hier mal den Schalldämpfer ab, weil es ist eh egal. Ja, sind noch ein paar. Eins, zwei zähle ich da noch. Werden aber bestimmt noch ein paar mehr. Ja, ja, ich bin weg. Durchkämpft die gesamten Ruinen. Lass dir nicht entkommen. Lass dir nicht entkommen. Ich komme gleich zu dir, keine Sorge. Alter, wie viele? Ja, nö, ich bleib doch lieber hier. Wie viele sind das? Was soll denn das? Das ist ein ganzer Arsch voll. Da drüben rennt gerade einer lang. Und wer sieht mich hier? Ach, na toll. Wo kommen die denn jetzt her? Ich habe hier bald ein Munitionsproblem. Ich sag's nur mal, ne? Noch nicht drei. Sind aber bestimmt noch mehr. Wie immer. Ja, nun komm. Mein Schuh quietscht. Quietsch, quietsch. Oh, sie. Auch gerade, wir haben ein ganz schönes Delay im Stream, ne? Durch den Scheiß. Freunde, was ist jetzt? Stehen irgendwie angewurzelt. Wo ist sie hin? Weg. So, da unten ist einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Okay, der kommt jetzt hoch. Wahrscheinlich. Oh yeah. Wie spricht man das aus? Und vielen Dank fürs Folgen. Oha. Die Bande ist wieder zu Hause. Direkt wieder Großalarm. Großartig. Okay, da hinten kommt gleich einer ums Eck. Ziemlich wahrscheinlich sogar. Ich höre überall Schritte. Das ist toll, ganz toll. Also nur mindestens vier.
Und überall Gepfeife. Toll. Da ist einer, da ist einer. Natürlich kommen jetzt überall gleichzeitig welche hoch. So. So langsam muss auch jeder Schuss ein Treffer sein. Ich will mich nicht ins Getümmel stürzen. Ich habe da... Es ist mir zu unübersichtlich hier. Ich habe hier eine recht gute Position bis jetzt. Aber ich habe das Gefühl, mit Abby müssen wir viel mehr Munition benutzen als mit Ellie. Und wir finden auch viel weniger irgendwie. Unter mir ist auch einer. Da sind noch, vier, mindestens. Nicht hier. Okay. Fuck, da ist sogar einer mit einer großen fetten Axt. Und wieso sagt sie okay? Ist überhaupt nicht okay. Sind die leider immer noch echt heftig am Arsch. Ich höre auch noch in der weiten Ferne, höre ich auch noch Pfiffe. Sie hat darüber gesprungen. Ein fetter Typ mit einer Axt. Solange hier jetzt keiner hochhüpft, ist alles okay. Ja, ihr hört da draußen den Staubsauger. Kein Sturm, sondern ein Staubsauger. Oh, es ist lästig hier. Da ist einer. Mist, den hätte ich mir gerade schnabulieren können. Aber der kommt da hinten wahrscheinlich gleich lang. Ich hasse es, so festzusitzen. Ich bin echt dazu erpicht. Also ich bin wirklich drauf, das Spiel endlich zu beenden. Aber das Spiel lässt mich einfach nicht. Okay, warte. Also wenn, dann können die nur von vorne hochkommen, meine ich. Hoffe ich. Nicht von da. Da kommt jetzt zum Beispiel einer. Eventuell. Oder auch nicht. Nee, der will nicht. Der versteckt sich lieber. Wo ist er hin? Da unten. Jetzt sehe ich hier zwei, aber es sind nur locker drei. 100. Oh
100 pro sind es noch 3. Ich glaube, wir müssen die, glaube ich, nicht töten, aber ich habe es ja schon oft genug gesagt, bevor sie mir noch durch irgendeinen komischen Zufall in den Rücken fallen, schalte ich sie lieber aus. Echt jetzt? Keine Munition mehr. Fick dich doch. So, der ist weg. Sehe ich da unten noch einen? Mit Glück ist es auch der letzte. Den könnten wir auch noch erwischen, wenn er da irgendwo rumschleicht. Alles nicht so einfach, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Na los, komm raus. Wenn du der letzte von deiner Art bist, komm raus. Lauf mal ein Stück nach vorne. Ja, er ist der Vorletzte seiner Art. Ist noch einer. Ah, Mann, ey. Wieso ist da noch einer? So. Noch einer. Willst du mich eigentlich verarschen? Wie viele denn noch, Alter? Ich habe nicht so viel Munition. Ich habe noch 3 Schuss. Ihr wollt mich doch behumpen. Das war ohne Witz. Die wollen mich doch behumpen. Ich weiß nicht, ob ich da rüberkommen soll, ohne großartig Krach zu machen. Kann ich den sehen? Nee, ne? Die sind beide da unten. Ach, ihr seid nicht alleine. Das fällt euch ja früh auf. Einfach richtige Blitzmärker. Zwei mindestens noch, wenn nicht sogar mehr. Das sind noch viel mehr. Da ist noch einer. Alter, jetzt hört's aber auf, ey. Jetzt hört's aber auf, Freunde. Ich muss da rüber, ne? Der ist da drüber gesprungen. Kann ich einfach mitpfeifen? Wieso sind das so viele? Was soll denn das? Ah, ist das lästig, ist das lästig. So, ich habe keinen Schuss mehr auf die Pistole. Das ist ganz toll. Der ist da unten, okay.
versuchen wir was hier runterzukommen. Vielleicht ist hier ja niemand. Schnell mal eben hier hinter. Langsam gehen mir nämlich die Optionen aus. Nimmst du das mal mit da? Okay. Fragt einfach nicht, was da draußen los ist. Fragt einfach nicht. So, da ist er. Ich sehe die anderen beiden nicht mehr. Wenn er jetzt hochgeht, dann kotze ich. Ach, da duscht, glaube ich, jemand, der gerade nicht duschen möchte. Okay, der kommt natürlich jetzt hierher. Das kann doch nicht. Nachladen. Da ist noch einer. Na komm. Da hinten kommt noch einer. Warte, warte. Jetzt wird es langsam kritisch. Der will mich natürlich umlaufen, ne? Kleine Drecksmade. Hast du Glück gehabt, Freundchen, dass du gerade wieder weggepfiffen bist. Boah. Ah, fuck. Leg dich hin. Okay. Das war's, ja? Sie packt die Waffe weg. Das war's. Boah, leck mich fett. Was? Ne Scheiße. Aber eine richtige Scheiße. Eine richtig große Scheiße. Und so viele gleich. Das ist doch nicht mehr normal. Alter. Da liegt was, da liegt was. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass ich das Spiel die meiste Zeit geduckt verbringe. Was wahrscheinlich nicht mal gelogen ist. Da ist nichts drin. Ich habe aber auch nicht die Geduld, die alle immer zu umschleichen. Beziehungsweise ich möchte euch das nicht antun. Ich sag mal, das ist da glaube ich so schon recht langwierig, dass ich in der Ecke hocke und auf den richtigen Schuss warte. Aber wenn du hier wie Rambo nach vorne stürmst, dann bist du auch ganz schnell am Arsch. Das ist leider Fakt. Aber ich denke mal, wie gesagt, das ist auch schon ziemlich langwierig für euch und auch für mich, hier so ewig lange irgendwo rumzuhocken. Jetzt muss ich runter zur Straße. Und darauf zu warten, dass ich schießen kann. Jetzt sind wir nicht unten an der Straße. Ich hoffe, jetzt kommt kein Bosskampf gleich, Alter. Dann sind wir nämlich richtig am Arsch. Was zum... So?